Das aktuelle Spiel der Woche, powered by 4-Mann-Lammers aus Rheine. Auch wenn wir finden, dass Arbeit Spaß machen sollte, mit deiner Ausbildung ist es uns ernst. Wir sind einer der größten Fachbetriebe für Antriebstechnik und Marktführer in der Region. Hast du Lust, unser Unternehmen kennenzulernen? Und von Berntsen und Brockmann, ihr kompetenter Partner in den Bereichen Bedachung, Photovoltaik, Klempnerei, Holzbau und Dämmtechnik. Jetzt sparen beim Einbau solarer Energiesysteme. Und unser Team sucht Verstärkung. Dachdecker, Zimmerer, Bauklempner, Quereinsteiger, willkommen. Berntsen und Brockmann, ihr Meisterbetrieb in Rheine. Infos unter www.berntsen-brockmann.de. Hallo liebe Fußballfreunde, Spiel der Woche Nummer 161. Wir sind heute zu Gast in der Oberliga Westfalen. Und damit willkommen in der Obi-Arena beim FC Eintracht Rheine. Die bekamen es am 28. Spieltag mit Spitzenreiter SC Preußen Münster 2 zu tun. Nach zahllosen Spielen auf Kunstrasen war es Mitte April endlich wieder soweit. Unser erstes Spiel der Woche 2023 auf echtem Rasen. Ein tolles Gefühl unter den Füßen. Und die Partie hatte eine interessante Randgeschichte zu bieten, nämlich ein Familienduell. Papa Marc Steinfeld, seines Zeichens Torwarttrainer des FCE, hier im Bild, hatte heute seinen Filius Luca zu Gast. Luca Steinfeld, hier im Bild, Mannschaftskapitän und aktuell der Top-Torjäger der SCP-2 mit 15 Saisontreffern. Und bei diesen drei Männermodels hier handelt es sich um das Schiedsrichtergespann. Geleitet wurde die Partie heute von Waldemar Stohr hier in der Mitte. Ihm assistierten die Herren Jan Marsson und Chris Nielinger von den Seiten. Das ist ein Heimspiel, ein Spiel deines Lebens. 90 Minuten. Zweite, interner U23 genannt, spielte eine überragende Oberligasaison bislang. In der Tabelle aktuell klar auf Meisterschaftskurs vor dem FC Gütersloh, doch aufstiegsberechtigt ist das Team von Trainer Kieran Schulze-Marmeling allerdings nicht. Schuld sind die Regularien, die SCP Erste müsste dafür nämlich mindestens in der zweiten Liga kicken. Aktuell sind die Preußen aber nur Regionalliga-Spitzenreiter. Die Eintrachtler hingegen als Tabellenachter jenseits von Gut und Böse wollten hier den Liga-Primus aus Münster gerne etwas ärgern. Nach Station in Haltern-Aalen und zuletzt Lippstadt kehrte der 26-jährige Stürmer Lukas Steinfeld im Sommer 2022 wieder zur Preußenreserve zurück, wo er 2016 bis 2018 in 54 Westfalenliga-Partien satte 46 Tore im Preußendress erzielen konnte. Er stand heute unter besonderer familiärer Beobachtung durch Vater Marc, seit 2021 Torwarttrainer beim FCE. So, die Gäste aus Münster in Minute 7 mit der ersten Tornäherung. Dilda Atmatscher traf die Kugel nicht nach Vorarbeit von Nick Seloti. Und in Minute 10 packte dann Preußens Jano Terhorst ins Trikot von Luca Ehler. Freistoß entschied Referee Waldemar Stohr. Luca Ehler und Gino Lago Bentron standen zur Ausführung bereit. Die Preußen mit einer Zwei-Mann-Mauer. Ehler! Tor! 1:0 Rheine! Saisontor Nummer 6 für den Torschütz. Und das war ein ganz schlitzohriges Ding von Eintracht's Neuner, der hier Preußens Keeper Roman Schabing mal ganz schlecht aussehen ließ. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Da war Schabing offensichtlich ganz sicher von einer Freistoßflanke ausgegangen. Und als er seinen Irrtum schließlich bemerkte, hatte Schlitzohr Ehler bereits zugeschlagen. Schabing noch dran am Ball, aber den Einschlag, den konnte er nicht mehr verhindern. FCE 1, Preußen 0. Das lief ja zu Beginn eindeutig nach dem Geschmack von FCE-Coach Rainer Sobier hier im Bild. Und das Team von Kieran Schulze-Marmeling kalt erwischt und erstmal im Rückstand. Die letzte Niederlage seiner Elf gab es im November des letzten Jahres. Seit 11 Spielen waren die Preußen also unbesiegt in der Liga. Und die Gastgeber zu Beginn richtig gut drin in der Partie. Und der Führungsreiter gab natürlich Sicherheit. Julius Hölscher mit dem Flugball in die Spitze. Und da haben wir wieder Luca Ehler. Der setzt sich gegen Mehmet Pohl durch und scheitert dann mit seinem Abschluss an Schabing. Die FC Ehler mit der nächsten guten Torgelegenheit hier nochmal. Und der Torschuss von Ehler, der hätte gepasst. Es war also gut, dass der Schabing hier zur Stelle war. Zwei Minuten später erneut die Eintracht offensiv. Und da fackelt Adrian Knüver nicht lang und zieht mal aus dem Hintergrund ab. Rechts vorbei. Die Elf von Schulze-Marmeling strahlte bisher, mal abgesehen von viel Ballbesitz, kaum Torgefahr aus. Da war gelinde gesagt noch viel Luft nach oben zu erkennen. Aber die Gäste wurden so ab der 20. Minute stärker und hatten jetzt ihre beste Phase durch den Platz. Marvin Benjamins mit einem Schuss gehalten von FC Schnapper Ramon Büsken.
Hier kommt die Wiederholung der bis dato besten Torchance der Preußen. Sah so aus, als ob Büsken den sogar fangen wollte. Doch eine Unebenheit im Boden ließ den Ball nochmal aufspringen. Am Ende landete das Spielgerät also im Tor aus. Keine 60 Sekunden später hatte der SCP die nächste gute Gelegenheit zum Ausgleich. Francesco Di Piero mit der Flanke von der rechten Seite. Und im Zentrum, da lauert der Steinfeld. Nochmal Steinfeld, kein Tor. Riesenchance zum Ausgleich für die Gäste. Ramon Büsken vereitelt hier Saisontreffer Nummer 16 für Preußens Bulgetter. Und es war keine Abseitsposition. Die Fahne des Assistenten blieb unten. Hätte also gezählt, wenn der Steinfeld einen Weg an Büsken vorbeigefunden hätte. Hier läuft bereits die Wiederholung. Büsken mit starkem Reflex gegen den strammen Schussversuch von Steinfeld. Und den Nachschuss setzt der SCB-Kapitän dann etwas überhastet ans Außennetz. Jetzt ging es hier richtig zur Sache. Beispiel gefällig, kommt sofort. Joschka Brüggemann im Zweikampf gegen Dilda Atmatscher. Und da langt der Brüggemann ordentlich hin gegen den bereits enteilten Atmatscher. Dafür gab es von Referee Stor die Verwarnung in Form der gelben Karte. Die über 300 Zuschauer hier in der Obi-Arena bekamen ein sehr zweikampfbetontes Spiel zu sehen. Beide Teams schenken sich hier nichts. 25. Minute, die Gäste machten jetzt ordentlich Druck und drängten auf den Ausgleich. Flugball in die Spitze. Luca Ter Steeg kommt gegen Brüggemann an den Ball. Schuss! Pfosten! Der nächste Hochgeräter für den Spitzenreiter, der hier weiterhin einem Rückstand hinterherlaufen musste. Hier nochmal. Alles richtig gemacht von Ter Steeg. Nimmt die Kugel Volley und am Ende fehlte nur Zentimeter. Der Pfosten rettet für die Eintracht. Danach war der Sturmlauf der Preußen erstmal vorüber. FCE-Keeper Büsken konnte durchlaufen, bis dann ausgerechnet einer seiner Mitspieler den nächsten Gästeangriff initiierte. Lago Bentor mit der Balleroberung und dann mit dem völlig verkorksten Rückpass aufs Eidkeeper. Steinfeld gegen Büsken und der Schlussmann mit dem Fuß zur Stelle. Atmatscher setzt nach. Büsken eilt ihm entgegen. Atmatscher legt ab für Selotin und der jagt das Spielgerät über die Haupttribüne. Wieder vergeben die Gäste hier eine Mega-Chance zum Ausgleich. Wahnsinn! Hier nochmal in der Wiederholung. Zunächst Lago Bentor mit der ungewollten, aber brillanten Vorlage für Steinfeld. Kannst du besser nicht spielen, das Ding. Büsken pariert stark im Rückwärtslaufen. War aber auch etwas zu unplatziert geschossen von Steinfeld. Das haben wir von Luca auch schon besser gesehen. Am Ende vergibt Nick Selutin die Einschussmöglichkeit vom Strafraum. Der FC am Ende von Durchgang 1 also und etwas Glück schadlos auf dem Weg in die Kabine. 1-0 also für die Hausherren in der Obi Arena nach 45 Minuten, die wirklich gut anzusehen waren. Es war ein flottes, intensives Fußballspiel. Die Statistik weist die gleiche Anzahl an Torschüssen aus, nach Ecken, Absatz und Fouls führten die Gäste. Beide Teams reagierten personell in der Halbzeitpause. Beim FC übernahm Mick Schüttbelz für Pascal Petruschka und bei den Gästen kam Marius Mause für Champagne mit Polegipet. 8 Minuten nach dem Seitenwechsel kamen die Preußen wieder in Schussposition. Ter Steeg im Ballbesitz und der Zug aus 16 Metern ab Büsken war erneut zur Stelle. Die Situation nochmal aus einem anderen Blickwinkel etwas zu zentral geraten. Der Abschluss Büsken im Nacht. Nach gut einer Stunde Spielzeit war der Spitzenrat aus Münster hier spielerisch das klar dominierende Team. Eintracht-Coach Rainer Sobich reagierte und gab Hannes Hesping ein paar taktische Anweisungen. Fortan zog sich die Heimelf tief in die eigene Hälfte zurück und verteidigte sehr kompakt. Die Preußen bissen sich an dem Abwehrbollwerk zunächst die Zähne aus. Und die FCler setzen Nagelstiche, wie hier in Minute 69. Jannik plötzlich am Ball. Schabing schnappt sich die Kugel gerade noch so vor Hirsch. Hier nochmal in der Wiederholung. Preußenkeeper Schabing etwas zögerlich gegen Jannik und am Ende hat er die Kugel dann doch. Und in Minute 65 folgte der nächste Nagelstich der Gastgeber nach einem Freistoß. Von Demirsland springt das Spielgerät zu Hesping. Schabing gerade noch rechtzeitig zur Stelle. Mit der Fußspitze kam Hesping hier knapp vor Schabing noch an den Ball. Die SCP-Abwehr wiederholt nicht so ganz sattelfest. Knapp 70 Minuten waren mittlerweile gespielt. Der Eingewisse Ngubani am Ball verliert das Spielgerät an Knüver. Der schaut, überlegt und schießt den Ball haarscharf am Gästetor vorbei gegen den aufgerückten Roman Schabing. Die bis dahin beste Chance der Eintracht hier in Durchgang 2. Hier nochmal. Den hatten viele auf und neben dem Platz schon drin gesehen. Ehler wollte Knüver schon zu seinem Geniestreich gratulieren. Doch dann kam es anders. Glück für die Preußen, dass Reine hier nicht auf 2-0 stellte. Und hier sehen wir, wie knapp der Ball tatsächlich am Tor vorbeistrich. Dem Team von Schulze Marmeling lief so langsam die Zeit davon, wenn sie hier noch was Zählbares mitnehmen wollten. Der SCP-Coach reagierte, brachte bis hierhin 3 neue ins Spiel und schöpfte bis Spielende das Wechselkontingent komplett aus.
Und bei den Steinfels, da hatte Papa Mark mit dem von ihm trainierten Keeper Büskin weiterhin die Nase vorn im Duell mit seinem Sohn Luca. Der war zwar weiterhin unermüdlich als Antreiber unterwegs, aber dieser Phase selbst konnte er keine wirklichen Impulse liefern. Hier mal ein Distanzschussversuch von Benjamins abgefälschte Ecke. Mehr war von den Gästen aktuell nicht zu sehen. Nach 76 Minuten war der fußballerische Arbeitstag für den bislang einzigen Torschützen Luca Ehlert beendet. Er durfte sich bei seiner Auswechslung den wohlverdienten Beifall abholen. Absolut verdient. In der 76. Spielminute verlässt unser Torschütze mit Nummer 9 Luca Ehlert den Platz. Dafür neun Spiel unsere 27. Timon Schmidt. Und in Spielminute 80 entluden sich dann so manche Emotionen auf Seiten der Preußen, als Referee Storn das Einsteigen von Schüttbelz gegen Atmatscher nicht als faul ahndete. Die Gäste fühlten sich in mehreren solcher Spielsituationen etwas benachteiligt und das gab SCB-Coach Schulze Marmeling dem Unparteiischen im Gespräch auch viel zu verstehen. Zuvor hatte bereits Preußens Co-Trainer Daniel Fellkamp offensichtlich stellvertretend für eine Verbalattacke von Seiten der Gästebank die gelbe Karte gesehen. Es war hier in der Schlussphase auf und neben dem Platz eine ziemlich hitzige Partie. Noch 5 Minuten reguläre Spielzeit. Die Preußen kamen nochmal. Im Strafraum sind sich dann aber Niassi und Sedotin irgendwie uneins und der Ball, der trudelte harmlos über die Torlinie. Es war irgendwie der Wurm drin bei den Gästen. Wir springen in die Nachspielzeit. Das Trainerteam rund um Schulze Marmeling hatte alle Register gezogen und trotzdem drohte jetzt hier die dritte Saisonniederlage. Nochmal hoch und weit und da haben wir Niassi. Büsken ist erneut gestellt und wehrt aus kurzer Distanz ab. Da war sie also dann doch nochmal die Chance auf den späten Ausgleich. Der eingewechselte Ansumani Niassi vergibt hier aus Spitzenwinkel gegen den sich breitmachenden Büsken. Hier nochmal das Ganze aus einem anderen Blickwinkel. Unterm Strich war das dann am Ende zu wenig vom Spitzenreiter hier in Durchgang 2, der sich gegen das vom FC errichtete Abwehrbollwerk extrem schwer tat. Die Chancen waren ja da. In Durchgang 1 hatten die Gäste hier zahlreich Hochgeräte liegen lassen und am Ende würden sie dafür mit einer 0:1 Auswärtsniederlage beim FC Eintracht eine bestraft. Kaum zu glauben, aber es war tatsächlich die erste Saisonniederlage der Preußen-Zoten auf fremdem Platz. Die Heimel feierte sich zurecht für die kleine Überraschung hier in der Obi-Arena. Und welche Auswirkungen das Ergebnis auf den Meisterschaftskampf in der Oberliga hat, das sehen wir gleich. Luca Ehlert demnach mit seinem frechen Freistoßtor am heutigen Tag der Matchwinner. Und im Duell der beiden Steinfels siegte also der Senior gegen den Junior. Werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse des Spieltages. Und da sehen wir, dass der FC Gütersloh in Dievenberg ganze 3 wichtige Zähler entführt beim 1-0 Last Minute auswärts. Matthias Häder traf dort erst in der Nachspielzeit. Die Sportfreunde Lotte bauen ihre Serie ungeschlagener Spiele weiter aus und siegen in Unterzahl gegen Schermberg mit 1:0. Und in der Tabelle hat das Ganze folgende Auswirkungen. Die Preußenreserve trotz Niederlage weiterhin an der Spitze, jedoch hat Gütersloh 2 Spiele weniger und nur 5 Punkte Rückstand. Hier droht also ein möglicher Führungswechsel. Paderborn 2, Lotto und Bövinghausen mittendrin im Aufstiegsrennen. Und unten wird's auch richtig spannend. Von Schlusslicht Delbrück bis zum 14. Gievenberg lediglich 2 Punkte Unterschied. Aktuell belegen Erntebrück und Delbrück die Abstiegsränge. Platz 16 könnte aber eventuell auch nicht für den Klassenerhalt reichen, je nachdem, welche Teams aus der Regionalliga runterkommen. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wer möchte, darf gerne ein Abo auf meinem Kanal da lassen und auch gerne ein Like setzen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und während die einen hochzufrieden mit ihrer Leistung sein können, müssen die anderen leider anerkennen, dass Fußball nun mal doch ein Ergebnissport ist. Aber das Spiel heute wird die Münsteraner sicherlich nicht aus der Bahn werfen. Da bin ich mir absolut sicher. Also, bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Timo Wermeling. Das aktuelle Spiel der Woche, powered by 4-Mann Amas aus Rheine. Auch wenn wir finden, dass Arbeit Spaß machen sollte, mit deiner Ausbildung ist es uns ernst. Wir sind einer der größten Fachbetriebe für Antriebstechnik und Marktführer in der Region. Hast du Lust, unser Unternehmen kennenzulernen? Und von Berndsen und Brockmann, ihr kompetenter Partner in den Bereichen Bedachung, Photovoltaik, Klempnerei, Holzbau und Dämmtechnik. Jetzt sparen beim Einbau solarer Energiesysteme. Und unser Team sucht Verstärkung. Dachdecker, Zimmerer, Bauklempner, Quereinsteiger, willkommen. Berndsen und Brockmann, ihr Meisterbetrieb in Rheine. Infos unter www.berndsen-brockmann.de.